Dieser Priester Josua wird später auch gekrönt in Zacharja 6. Also haben wir hier einen Priester, der über Gottes Haus auf Gottes Haus achten soll, aber der später ein Priesterkönig wird. Erinnert euch das an was? Zacharja 1 von Vers 1. Im achten Monat des zweiten Jahres des Königs Darius geschah das Wort des Herrn zu Zacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Iddos, dem Propheten, und sprach: Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter und spricht zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth. Also der Herr Zebaoth, das werdet ihr öfter finden in den Texten, das ist der Herr der Heerscharen, ja? Der Herr der Kriegesheere. Hier geht es um einen kriegerischen Gott, ja? Weil das ist so nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, 520 vor Christus ungefähr. Der Herr Zebaoth spielt ganz große Rolle, auch in den Nachtgesichten. Ja, da geht es um Weltreiche und da ist er der Herr der Kriegsheere. Ja? Kehret euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Seid nicht wie eure Väter, welchen die vorigen Propheten predigten und sprachen. So spricht der Herr Zebaoth. Kehret euch von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun. Aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter und die Propheten? Leben sie auch noch? Ist's aber nicht also, dass meine Worte und meine Rechte, die ich durch meine Knechte, die Propheten, gebot, haben eure Väter getroffen, dass sie haben müssen umkehren und sagen, gleich wie der Herr Zebaoth vorhatte uns zu tun, wie wir gingen und taten, also hat er uns auch getan. Also Gott hält sein Wort, ja, in der Verheißung und auch in der Strafe. Ja, ist da schon sehr klar in dem, was er sagt. Und dann geht es weiter in Vers 7. Am 24. Tag des 11. Monats, welcher ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Zacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Iddos, dem Propheten, und sprach: Ich sah bei der Nacht, und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt unter den Myrten in der Aue, und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Das ist hier oben diese Nummer 1, ja? Wir gehen da aber gleich nochmal durch, ja? Rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach: Mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der unter den Myrten hielt, antwortete und sprach: Diese sind es, die der Herr ausgesandt hat, die Erde zu durchziehen. Diese Pferde, ja? Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der unter den Myrten hielt, und sprachen: Wir haben die Erde durchzogen, und siehe, alle Länder sitzen still. Das ist das erste der Nachtgesichte. Also das sind die vier Pferde und ein Mann. Das ist das erste, was wir jetzt gesehen haben als Nachtgesicht. Ja? Gott sagt also zu Zacharja: Es ist alles über euch gekommen an Strafen, was ich auch gesagt habe, 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Jetzt haben wir das Jahr 520. Die babylonische Gefangenschaft war 15 Jahre vorher zu Ende gegangen, 535. Und immer noch herrscht Gottlosigkeit im Volk. Und Gott sagt: Seid mir treu, bleibt bei mir und haltet fest an dem, was ich euch sage. Ja? Und das erste Nachtgesicht, das Zacharja bekommt, das sind vier Pferde und ein Mann, der auf einem der Pferde sitzt. Ja? Zwei rote und ein braunes oder rotbraunes. Das ist sehr unterschiedlich von der Farbgebung. Es gibt sogar Bibelübersetzungen, die sagen, dass das grün war, wie Grünspan. Also dieses hebräische Wort ist nicht ganz gesichert. Ja? Wir kommen aber gleich nochmal drauf, warum das so ist. Also diese vier Pferde, zwei rote, eins so ein bisschen rot und eins ganz anders als die anderen Pferde vorher. Und auf einem der Pferde, auf einem der roten Pferde sitzt ein Reiter. Warum das so ist, schauen wir uns gleich an. Dann kommt das zweite Nachtgesicht, da sagt die Bibel, da tauchen vier Hörner auf, ja, die der Zacharja sieht. Und dann kommen vier Schmiede und die vier Schmiede zerschlagen die vier Hörner. Das ist das zweite Nachtgesicht. Hörner ist immer auch ein Zeichen für ein Weltreich, ja, für eine politische Macht.
Dann als drittes Nachtgesicht hat Zacharja eine Vision über Jerusalem, dass Jerusalem wieder erwählt wird und gebaut wird, dass Gott in ihnen drin ist, dass Gott eine feurige Mauer um sie sein will. Ja, Zacharja, eine Firewall. Kennt ihr das Firewall? Ja, ne? Oder? Vom Computer, oder? Das kommt hier aus Zacharja. Also Firewall ist eine israelische Erfindung wohl, ja? Die programmieren da ja fleißig in Tel Aviv oben. Und Firewall kommt, ich will um euch eine feurige Mauer sein. Das kommt hier aus Zacharja, aus den Nachtgesichten. Okay, also drittes Nachtgesicht, Jerusalem wird wieder erwählt und Gott will wieder unter ihnen wohnen. Jetzt kommt der Hohepriester. Ja? Jetzt der Hohepriester Josua. Ja? Josua mit seinen Freunden ein Sinnbild. Dieser Priester Josua wird später auch gekrönt in Zacharja 6. Also haben wir hier einen Priester, der über Gottes Haus auf Gottes Haus achten soll, aber der später ein Priesterkönig wird. Erinnert euch das an was? Bitte? Ja, Priesterkönig, Königpriester, ja? Ein Priester nach welcher Weise? Nach der Ordnung des Melchisedeks. Ein Königpriester, Jesus ein Königpriester. Wann denn? Im tausendjährigen Reich. Ja? Und darauf ist dieser Priester Josua hier im vierten Nachtgesicht ein Bild. In den Nachtgesichten wird er vorgestellt, dass er als Priester wieder eingesetzt wird. Das ist Kapitel 2. Ja? Schauen wir uns gleich an. In Kapitel 6 steht davon, dass dieser Priester Josua auch eine Krone bekommt. Und dass die Krone und das Priestertum im Shalom miteinander sind, im Frieden miteinander sind. Wann denn? Im Shalom-Jahrtausend. Wenn Jesus König ist. Nach welcher Königsordnung? Nach der Königsordnung Melchisedeks. Ja? Petrus schreibt davon, dass wir Christen ein königliches Priestertum sind. Mose schreibt an Israel, dass Israel ein priesterliches Königtum ist. Israel hat also die Königreichslinie, ein priesterliches Königtum. Die Gemeinde hat die Priesterlinie, ein königliches Priestertum. Ja? Und beide finden Frieden in Christus. Und er selber ist ein Priester und auch ein König nach der Ordnung Melchisedeks. Melech Zadok, ja? Melech heißt der König, der Herrscher. Moloch kommt davon. Ja? Aber Melech heißt auch der Herrscher, der König. Und Zadok für Zadik, heilig, Priester. König, Priester, Melech Zadok, Melchisedek. Aber das Moloch heißt nicht so? Ja, Moloch wird auch verwendet natürlich, das klingt bei uns im Deutschen, klingt das natürlich nach etwas Negativem. Baal heißt ja auch eigentlich nur Herr. Ja? Ja? Baal ist eigentlich wertfrei, wird aber in der Bibel immer verwendet für götzendienerische Götzen. Ja? Aber die haben ihre Götzen genauso Herr genannt, wie wir unseren Herrn Herr nennen, Adonai. Ja? Ja? Ja, Luther hat es so übersetzt, weil für die Deutschen war Zebaoth irgendwie schwierig zu verstehen. Wir sind ja klüger als die im Mittelalter. Ach so. Dann hat man uns das zugemutet, ja. Aber das ist eigentlich flach, ne? Ja, das kommt drauf an, wenn man es mit dem Herzen sagt. Das klingt flach, ja, vielleicht, ja. Ja, ja. Ja. Aber Matthäus übersetzt auch, ja. Das alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Prophet gesagt hat. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären, der wird sie Immanuel heißen. Das heißt übersetzt, Gott mit uns, sagt Matthäus. Also ihr merkt es schon, Matthäus übersetzt Immanuel, diesen hebräischen Namen, für die Griechen, damit die Heiden verstehen, was in Jesaja steht. Also der muss auch schon übersetzen, ja? Ja, das ist verdolmetscht, steht in meiner alten Lutherbibel, ja? Gott mit uns, ja? Matthäus 1. Okay, also hier sehen wir schon den hohen Priester Josua und da wird es natürlich sofort spannend. Also da ist man ja hellwach und sagt, Moment mal, Melchisedek, Königpriester, wieso ist denn der Josua ein Bild auf Christus? In welcher Beziehung? Haben denn die Nachtgesichte vielleicht irgendwie alle miteinander zu tun? Ja, also ich habe immer wieder Predigt noch über die Nachtgesichte gehört und dann gab es immer eine Auswahl von Nachtgesichten. Es wurde über Teile gesprochen, eins oder vielleicht nimmt man auch mal zwei. Aber ich glaube, dass die ganzen Nachtgesichte einen Zyklus bilden. Das ist ein kompletter Ablauf. Da zeigt uns Gott etwas in einem groben Ablauf über die Weltgeschichte. Ja? Und das stellt er dem Zacharja-Buch voran.
Er zeigt uns diese Nachtgeschichte, ein grober erster Abriss. Und dann kommen die Folgekapitel und da wird es immer weiter ausformuliert, ausziseliert, bis in die letzten Winkel rein, bis es ein ganz, ganz feines Bild gibt. Aber das ist der erste grobe Wurf, ja? Damit man weiß, wo will denn der überhaupt mit uns hin? Das macht Daniel auch. Ja? Daniel zeigt uns das Standbild ganz am Anfang und dann haben wir im Standbild so einen groben Setzkasten der Abfolge der Weltreiche von Babylon. Daniel sagt, du bist das goldene Haupt, Nebukadnezar, bis zu den Zehen. Head to toes, sagen die Engländer, ja? Von Kopf bis zu den Füßen, ja? Bis zu den Zehen. Ein grober Überblick über die Weltgeschichte und danach kommt die Ausformulierung in den Nachfolgekapiteln von Daniel. Und alles, was man danach in Daniel findet, muss vorne in dieses Standbild wieder reinpassen. Das hat Bezüge, das hat Struktur. Das ist ja kein Koran, den wir lesen. Entschuldigung, aber der Koran, der hat ja die Suren nur nach seiner Länge geordnet. Da gibt es sonst keine Struktur. Das ist nichts Feines, der Koran. Die Bibel ist was Feines. Das ist Gottes Wesen und Art. Ja? Das heißt also, so ähnlich wie der Daniel aufgebaut ist, mit so einem Stand, mit einem Setzkasten, und dann kommen die ganzen Prophetien hinten raus, ist es auch mit Zacharja. Und wir schauen uns jetzt den Setzkasten von Zacharja an. Ja? Und wenn wir da ein Bild drüber haben, dann hat man ein Muster. Und wenn man mit dem Muster dann Zacharja liest, bis Kapitel 14, dann fängt das, wird, das schillert, das glitzert. Ja? Es wird lebendig, ja? Wunderschön. Ja? Okay, also Hoher Priester Josua, der später gekrönt wird, da macht sofort Klick bei uns, ja? Das ist ja ein Bild auf Jesus irgendwo. Ne? Das haben wir gestern Abend kurz drüber gesprochen. Das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Kriegsheere. Und das hier wird nicht durch ein Heer geschehen, sagt der Herr Zebaoth. Sondern das hier, was der hier sieht, der Zacharja, das wird durch Gottes Geist geschehen. Ja? Dass Jerusalem wiedergeboren wird, geschieht nicht durch das Heer, das die Stadt belagert, sondern durch Gottes Geist. Ja? Dass wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, geschieht nicht durch äußere Umstände, nicht durch Heer oder durch Kraft, durch äußere Dynamis, ja? Sondern das ist durch Gottes Geist geschehen. Das ist nicht durch eure Lebensumstände, Krankheitssituation, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Heillosigkeit, ja? Sondern das ist durch Gottes Geist geschehen und durch sonst gar nichts. Wenn es nicht durch Gottes Geist geschehen ist, ist es nicht geschehen. Ja? Und das, was der Zacharja hier sieht, das ist die Gemeinde Jesu, da haben wir gestern kurz von gesprochen. Die besteht aus, grob gesagt, aus Israel, da fing es an, Jerusalem, zu Pfingsten. Dann ging es zu den Heiden, die ganze Welt wurde erleuchtet von diesem Licht des Ölbaums, ja, über diesen Leuchter. Das sind wir Heidengemeinden, das Evangelium ist in die ganze Welt gegangen. Und am Ende der Zeit geht es wieder heim, nach Israel, noch genauer nach Jerusalem. So wie es am Anfang war. Und dann ist der Kreis geschlossen. Dann hat das Evangelium, da hat die Gemeinde ihren Abschluss gefunden. Und dann dauert es nicht mehr lang, bis Jesus kommt. Sollen wir vielleicht, wenn ihr Fragen habt, vielleicht, wenn ihr euch die kurz notiert, wir machen eine Stunde und dann machen wir eine halbe Stunde, nehmen wir uns Zeit für Fragen. Ja, dann kommen wir ein bisschen zügig durch. Ja? Okay, also das ist, da haben wir gestern kurz von gesprochen. Also wir haben jetzt schon, wir haben vier Streitrosse schon gesehen. Dann haben wir die Hörner gesehen, die Schmiede, die Weltreiche zerschlagen. Dann haben wir gesehen, dass Jerusalem wieder erwählt wird, was uns ans tausendjährige Reich erinnert. Dann haben wir ein Bild auf Jesus schon gesehen. Jetzt sehen wir ein Bild auf die Gemeinde Jesu. Also hier geht's aber ab, ja? Und es wird ja immer dynamischer zum Schluss, ja? Fünfte Nachtgesicht Gemeinde. Dann kommt das sechste Nachtgesicht, die fliegende Buchrolle. Da sieht Zacharja eine Buchrolle. Ich habe versucht, die so nachzuempfinden. Ja, das soll eine Buchrolle sein, ja? Die fliegt über dieses Land und zeigt die Gottlosigkeit, die dort im Land herrscht. Und die Gottlosigkeit und der falsch schwört und der Gottes Namen missbraucht, der wird nach dieser Buchrolle, von der ich glaube, dass das Gottes Wort und Gesetz ist, wird dieser Meineidige ausgestoßen aus dem Land. Ja? Da wird Gottes Gericht angedroht. Ja? Die Gemeinde Jesu ist vollständig und jetzt kommt Gericht über das Land. Und da weiß man nicht genau, Eretz, ist das Eretz Israel, das Land Israel? Aber man dürfte auch Eretz sagen Welt, die ganze Welt.
Kommt dieses Gericht nur über Israel, über Eretz Israel oder über Eretz alle Welt, über alle Menschen, die auf Erden sind? Ja? Also das ist nicht ganz klar, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen dann nachher. Ja? Und dann kommt etwas Erstaunliches und fast Erschreckendes. Der Sacharja sieht nämlich hier ein Epha oder ein Epa, ja? Und in diesem Epa ist die Gottlosigkeit, eine Frau, die ist in diesem Hohlmaß drin. Das Epha, sage ich mal dazu, ja, das ist ein Getreidemaß, etwas Profanes. Ja? Und dieses Getreidemaß wurde genommen wie ein Hohlmaß, da hat man Getreideweizen mit abgemessen. Das war was, was wahrscheinlich jeder Bauer irgendwo bei sich, irgendwo in der Scheune, hinten in der Ecke hat stehen gehabt. Ja? Nichts Heiliges. Und auf diesem Hohlmaß, da ist ein bleierner Deckel. Den wirft der Engel, der wirft das auf das Ding drauf, da auf das Hohlmaß. Und innen drin ist die Gottlosigkeit. Ja, eine Frau, eine unreine Frau. Und dann kommen zwei Frauen, die dieses Epha mit der Gottlosigkeit darin nach Sinea tragen, um ihm dort ein Haus zu bauen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Nachtgesicht, das hier. Und um das ein bisschen vorwegzunehmen, kennt ihr vielleicht auch eine heilige Kiste in Gottes Heilsgeschichte? Die Bundeslade. Hat die auch einen bleiernen Deckel? Nicht bleiern. Oho, woraus war der denn? Gold. Oh, reines Gold. Bild auf Christus. Ja? Ja, genau. Das müssen wir mal gegeneinander halten. Das ist eine unheilige Bundeslade. In der Bundeslade selber, da war ja Gottes Wort, oder? Und die Bundeslade die Bundeslade selbst ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Ja? Wir sind der Korpus der Bundeslade, wir sind aus Holz, an uns ist nichts groß, ja? Aber wir sind überkleidet mit Gold, also wir sind mit der Gerechtigkeit Christi überkleidet. Ja? Genau. Und unser Haupt ist dieser Deckel der Bundeslade aus getriebenem, nicht gegossenem Gold, das wurde getrieben mit Hand, das musste nicht durchs Feuer. Ja? Und aus einem Stück massiven Gold, das ist Christus, ja? Gnadenstuhl. Und das zusammen, die Gemeinde Jesu und Christus als ihr Haupt, die haben das Wort Gottes. Denn in der Bundeslade drin war ja das Wort Gottes, die 10 Gebote und der Stab Aarons, der geblüht hatte und Manna. Ja? Genau, ja. Also das hat irgendwie auch mit Brot, mit Weizen irgendwie zu tun. Das hat aber, das ist etwas Profanes, etwas Alltägliches, etwas Unheiliges. Der Deckel obendrauf ist der billigste Verschluss, den man wohl irgendwie gefunden hat. Und innen drin ist etwas Gottloses, nicht Gottes Wort. Das ist eine Bundeslade der Gottlosigkeit, die in einen gottlosen Tempel gestellt wird, der in Babylon steht. Das ist ein starkes Bild. Was ist denn da los? Genau, und wir sehen auch nachher, dass der Engel, der geht also mit der ganzen Gerätschaft hier sehr abwertend und das ist ihm, er schmeißt das Blei auf das Epha und sagt, fort damit. Ja, das ist für ihn nichts Heiliges, das ist etwas Billiges, Profanes, Schmutziges. Wir wissen langsam, worum es geht, ja, wir kriegen ja immer mehr mit, was läuft in der Welt, ja, wie viel Schmutz in der Welt ist. Okay, das ist das siebte Nachtgesicht und das hört sich natürlich schon sehr endzeitlich an. Da scheint irgendwie ein Zyklus zu laufen. Und jetzt kommt das achte Nachtgesicht. Da kommen wieder Pferde oder Wagen. Ja? Pferde und Wagen durchziehen alle Lande. Und wir haben wieder hier rote Pferde, schwarze Pferde, weiße und gescheckte Pferde. Und die durchziehen alle Lande und ziehen überall durch und verwüsten überall. Krieg. Am Anfang haben wir nur die Pferde gesehen, jetzt sind sie zum Krieg angespannt, jetzt haben sie Kriegswagen dabei. Ja? Der Herr Zebaoth, hier geht es um Könige, Dynastien, Königreiche, einen Königpriester, den Herrn der Heerscharen. Hier geht es um etwas Königliches. Ja? Das ist etwas Großes, was uns Sacharja hier zeigt. Das ist genauso groß, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, wie Daniel. Aber es ist meiner Meinung nach, Daniel ist viel populärer als Sacharja, die Nachtgesichte. Standbild Daniels, das kennt jeder, Nachtgesichte, also muss man sich erstmal anfreunden mit, ja. Aber es ist dieselbe Struktur, dieselbe göttliche Didaktik, vorne so einen groben Anfang, ja, als groben Überblick und dann immer feiner. Es ist genau wie bei Daniel. Gott gibt uns so einen groben Überblick
Und dann kann man sich Dinge besser merken. Ja? Also wir schauen praktisch hier schon bis ans Ende und haben dann so einen Überblick darüber. Und ich habe euch das mal einfach übersetzt, dass man mal gedanklich nochmal so einen Gang da durchmacht. Das erste Nachtgesicht redet von den vier Weltreichen bis zum Antichristen. Schauen wir uns gleich an. Grober Schlag, grober Überblick über die Weltreiche. Das zweite Nachtgesicht sagt, dass diese vier Weltreiche alle zerstört werden. Für jedes Weltreich gibt es einen Schmied. Kein Weltreich bleibt übrig. Alles wird zerstört. Warum? Christi-Reich kommt. Das ist Übergangsphase hier, ja? Christus kommt. Wenn Christus kommt, denn diese Weltreiche zerstört werden, bricht das Millennium an. Jerusalem wird Hauptstadt der Welt sein. Ja? Wer ist dann der Chef über die ganze Welt? Naja, der Josua hier. Der ewige Josua, Christus herrscht und baut den Tempel, steht in Sacharja. Also ein Teil der orthodoxen Juden sagt, nein, wir brauchen keinen Tempel zu bauen, der Messias baut den Tempel. Das ist eins der Nachtgesichte. Ja? Er wird bauen seinen Tempel. Macht er das schon? Baut Jesus schon den Tempel? Ja. Welchen denn? Und? Sehr schön. Die Gemeinde... Ja, ist nicht von mir. Gut. Die Gemeinde Jesu ist das sein Tempel. Ja? Sind wir der dritte Tempel? Ja, natürlich. Ja, aber die Juden wollen doch einen dritten Tempel bauen. Ja, Entschuldigung, die Juden sind zu spät. Das ist aber ein ganz spannendes Thema für sich. Ja? Der erste Tempel war der Tempel Salomos, der zweite Tempel war der Tempel Zerubabels, der dritte Tempel ist Jesus. Warum? Er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn am dritten Tage aufrichten. Er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Warum war der Leib Jesu ein Tempel? Weil Gottes Geist in Fülle in ihm wohnte. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Ja? Da, wo ihr wohnt, ist euer Haus. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Wenn Gott in Christus wohnt, dann war der Leib Christi ein Tempel Gottes, oder? Ja, aber ja, natürlich. Wenn wir wiedergeboren sind, wohnt ja Gottes Geist in uns. Ja? Ja? Dann sind wir auch ein Tempel Gottes. Schreibt doch Paulus auch. Alle nicken immer, wenn ich danach frage. Ja, ja, natürlich. Ist der jüdische Tempel, den die Juden noch bauen wollen, ist das auch ein Tempel Gottes? Nein. Warum denn nicht? Alter Bund. Alter Bund. Können wir die Opfer anerkennen, die dort geopfert werden? Nein, warum? Jesus ist geopfert worden. Reinigen die Opfer, die Juden dort im Tempel bringen? Nein. Kann Gott die anerkennen? Nein. Kann Jesus die anerkennen? Aber auf gar keinen Fall. Ja? Das heißt also, wenn die Juden einen Tempel bauen, ist das nicht der Tempel Gottes. Dann ist es wegen mir ein eigenwilliger Tempel. Das ist ein eigenwilliger jüdischer Tempel. Aber der dritte ist es nicht. Warum? Weil wir der dritte Tempel sind. Wenn der Tempel, den die Juden bauen wollen, ein Tempel Gottes wäre, Entschuldigung, dann wärt ihr keiner. Denn beides geht nicht. Ja? Der Tempel, den die Juden bauen wollen, wird ja nach einem aaronitisch-levitischen Priestertum wiedergeführt werden, oder? Gilt das Priestertum noch? Warum? Wir sind nach der Ordnung des Melchisedek. So, wir haben eine neue Priesterordnung. Ja? Wir haben einen neuen hohen Priester. Ja, aber unser hoher Priester ist ja gar nicht aus Levi. Nee, wo ist denn unser hoher Priester raus? Judah. Aus Judah, aus dem Königsgeschlecht. Ja, dann haben wir ja einen Königpriester, ja genau. Mhm. Jesus. Und davon spricht das Nachtgesicht hier, Christus, ja? Das ist der Melchisedek. Ja? Seid ihr auch Könige und Priester? Ja. Hoho, dann seid ihr ja auch Melchisedeks. Mein lieber Schwan, ja, denen die allergrößten Verheißungen gegeben sind, dadurch, dass wir teilhaftig werden der göttlichen Natur, dann seid ihr ja auch kleine Melchisedeks, Melech Zadoks. Priester seid ihr heute schon, wenn ihr die Hände faltet, ja, für die Familie. Und Könige werdet ihr werden, wenn er König wird. Ja? Ja? Wenn wir das ganz genau sehen wollten, dann müssten wir sagen, Jesus ist jetzt schon hoher Priester für seine Gemeinde. König wird er erst. König wird er werden, wenn er auf den Berg Zion herabkommt mit der Gemeinde Jesu in Herrlichkeit, ja, in Macht und Herrlichkeit. Dann wird er König über die ganze Welt. Das heißt, viele singen heute von dem König Jesus. Das ist eigentlich ein bisschen zu früh. Ja? Christus wird König der Welt werden. Seiner Stellung nach ist er Gott und Herr über alle, keine Frage, ja? Aber wenn man es so ganz genau mal nehmen will und ein bisschen aufziseliert und aufdröseln, da muss man sagen, dieser Melchisedek, der ist zwar jetzt schon Priester, aber der wird noch König werden über die Welt. Und ihr auch. Und dann werden wir herrschen mit Christus 1000 Jahre. Millennium.
Ja? Uiuiui. Ja, da ist Matthäi am letzten, heißt es, ja? Da werden alle auferstehen, die ganze Welt, ja? Und werden alle gerichtet werden, nachdem sie getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Ja, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich frage mich da auch und ich staune darüber, wie das sein wird. Die Bibel sagt, dass danach der Übergang ist von der Zeit in die Ewigkeit. Dass da keine Zeit, dass ein neuer Himmel kommt, eine neue Erde kommt, in dem Gerechtigkeit wohnt, alles wird neu werden. Aber das sind schwierige Gedanken. Stellt euch mal vor, im tausendjährigen Reich wird da auch die Bibel noch gelesen. Ja, natürlich, das ist ja immer noch Gottes Wort. Ja, da wird immer noch gelesen, da wird Altes und Neues Testament noch gelesen. Jetzt überlegt mal, jetzt steht aber von euch in dieser Bibel, dass ihr mit aufgedecktem Angesicht Christus gesehen habt. Dann werden die sagen, das müssen Titanen gewesen sein. Im tausendjährigen Reich gibt es keine Wiedergeburt mehr. Die glauben dann so wie im Alten Testament. Wiedergeburt gibt es nur für die Gemeinde Jesu, von Pfingsten bis zur Entrückung. Ja? Im tausendjährigen Reich glaubt man wieder an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die haben auch wieder einen Tempel. Nach welcher Priesterordnung wird der Tempel betrieben? Entschuldigung, nach eurer, weil wir dann eins mit Christus sind. Ja? Das ist ein priesterlicher Tempel, wo Christus der hohe Priester ist und wir Priester sein dürfen mit Christus. Das ist etwas Großes. Ja? Ja, die finden zu Gott und wir müssen mal in Ruhe darüber sprechen. Da wird auch nochmal alles neu werden, das ist auch für uns neu. Aber ich glaube manchmal, dass wir unsere eigene Rolle nicht ganz verstanden haben als Christen. Ich gebe euch nur mal so einen ganz kleinen Hinweis. Wir sollen nicht die Gebote erfüllen, wir sollen Christus darstellen. Hört ihr den Unterschied? Ja, wir sollen nicht die 10 Gebote erfüllen, wir sollen Christus darstellen einer sterbenden Welt. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde Jesu. Wir sollen nicht wieder zum Sinai zurückgehen und die Gebote dort halten, die ja nicht mal die Juden halten können, weil sie keinen Tempel haben, weil die Priesterordnung vorbei ist. Ja? Der Hebräerbrief schreibt, wo das Priestertum sich geändert hat, und zwar von Levi und von Aaron zu Christus, da muss sich auch das Gesetz ändern. Ja? Wie? Wieso ändert sich denn das Gesetz? Das Gesetz ändert sich vom Gesetz des Mose zum Gesetz Christi. Ja? Zum Gesetz des Geistes, zum Gesetz der Freiheit. Gesetz ist nicht frei. Gesetz ist Zwang. Aber in Christus, das, was er hat, er sagt, wie sagt er, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja? Aber was ist denn das Gesetz Christi? Das steht im Galaterbrief. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Liebe. Wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ja? Was ist denn das Gesetz? Das Gesetz ist Gottes Wille in Buchstaben gegossen. Ja? Gottes Wesen in Buchstaben ausgedrückt. Das ist das Gesetz. Wie ist denn Gottes Wesen? Was ist denn Gottes vornehmliche Eigenschaft? Liebe. Dann kann auch nur die Liebe des Gesetzes Erfüllung sein. Ja? Dann sind wir ja frei vom Gesetz. Ja. Aber wir sind gebunden an Jesus. Und zwar auf Gedeih und Verderb. Ja? Wenn er nicht auferstanden ist, dann seid ihr die Elendsten unter allen Menschen. Dann würden wir auch als Lügner erfunden, ja, dass wir gesagt haben, Christus ist auferstanden, der tatsächlich nicht auferstanden ist. Ja? Dann sind wir ohne Hoffnung in der Welt. Nun aber ist Christus auferstanden. Also das ist ein großes Thema, das ist ein Jubelthema. Ja? Ja. Aber versteht ihr die Linien? Deswegen sage ich, vielleicht haben wir selber noch nicht ganz wirklich verstanden, wer wir als Christen eigentlich sein sollen. Wir sollen nicht das Gesetz erfüllen, wir sollen Christus darstellen. Wer Christus darstellt, der erfüllt auch das Gesetz. Ja. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst Vater und Mutter ehren, ja, du sollst dich nicht gelüsten lassen. Alle diese Gebote werden zusammengefasst in dem einen Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, sagt Paulus. Versteht ihr jetzt, wie der darauf kommt? Wisst ihr, dass das Ketzerei war? Das war verboten, was der Paulus da sagt.
Die Juden haben gesagt, Junge, wenn wir dich kriegen, wir nageln dich überall hin, egal wo, ja? Du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt wieder das Gesetz des Mose gesprochen und wieder den Tempel. Ja? Das war das, was den Aposteln, speziell den Paulus, vorgeworfen wurde. Du bist eine Pest. Dieser Mann ist eine Pest. Denn er lehrt das Volk Gottes abfallen von Mose. Und er redet wieder diese Städte und wieder das Gesetz. Das war der Vorwurf gegen die Christen. Ja? Und wir haben das auch gemacht. Wir haben auch jetzt Israel die Menora weggenommen. Habt ihr das gemerkt eben? Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Die Menora hier, das ist doch hier, war doch ein Bild für Israels, für den Staat Israel, steht da vor der Knesset auch. Ja? Wir müssten uns ein bisschen beschäftigen damit. Die Gemeinde Jesu aus den Heiden, das ist die Menora. Ja, weil wir durch Gottes Gnade, wir sind Gnadenwahl, weil wir durch Gottes Gnade und durch seinen Geist das Evangelium in die ganze Welt bringen dürfen. Wir sind der Leuchter, aber wir nehmen das Öl vom Ölbaum, von Israel, noch genauer von Abraham. Wir sind nicht in Israel eingepfropft, wir sind in den gläubigen Abraham eingepfropft und werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Was hat denn Abraham geglaubt? Abraham hat was ganz, ganz Bestimmtes geglaubt. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Das schweife ich ein bisschen ab, aber es ist so wichtig. Ja? Abraham sagt zu den Knechten, wenn wir gehen dort rüber jetzt zu diesem Berg Moria und wenn wir angebetet haben, dann kommen wir wieder. Wer wir? Naja, Abraham und sein Sohn Isaak. Wieso kommt? Der sollte doch seinen Sohn opfern auf dem Berg Moria. Ja. Warum? Weil er an die Auferstehung glaubt, weil Isaak die Verheißung geschehen ist. Gott hat alle Verheißungen auf den Isaak gelegt und er hat dem Abraham gesagt, in Isaak sollen dir Nachkommen erweckt werden. Und ich habe meine Frau gefragt und habe gesagt, was hättest du denn gedacht, wenn Gott jetzt nach 14 Jahren sagt, den Sohn, den ich dir versprochen habe, den Sarah im hohen Alter geboren hat, den will ich jetzt wieder opfern mir den. Was hättest du gedacht? Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich hätte gedacht, Gott hat seine Meinung geändert. Auch gut, ja. Meine Frau war schlauer. Die hat gesagt, ich würde Gott sagen, du hast noch nie ein Menschenopfer gefordert. Oh, sag ich, das ist besser als ich. Ja? Die wirft Gott vor. Ja? Abraham war viel besser. Abraham hat gesagt, das ist die Verheißung. Jetzt will Gott, dass ich meinen Sohn opfer. Aber wenn es beides gilt und beides ist Gottes Wort und Wille, das bleibt, da gibt es nur eine Lösung. Gott muss den wieder lebendig machen. Ja, aber das war 1. Mose 12. Da gab es doch keine Auferstehung, oder? Abraham glaubt an etwas Unglaubliches. Wie kommt der Mann da drauf? Ja? Meine Frau war jetzt nicht so, ja? Abraham glaubt an die Auferstehung. Und zwar bevor der Isaak geopfert wird. Nicht nachher. Die Jünger haben, nachdem Jesus auferstanden ist, mühsam angefangen zu glauben. Ich glaube es nicht, wenn ich meine Hände in die Nägelmale lege. Die Emmaus-Jünger brannte nicht unser Herz. Das hat gedauert, bis die erkannt haben, Jesus ist auferstanden. Das war unglaublich für die. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt, bevor Isaak geopfert wurde. Das ist ein Vater des Glaubens. Das ist der Hammer. Ja? Jetzt stellt euch vor, Abraham wäre unter Golgatha gestanden und Jesus wäre dort geopfert worden und die Jünger stehen dort. Dann sagt Abraham, der kann nicht im Tod bleiben. Der wird auferstehen. Warum? Er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, ihm sind die Verheißungen geschehen. Ja? Erinnert euch denn, David hat doch auch gesagt, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Abraham hätte die Jünger trösten können, noch bevor Jesus am Kreuz den letzten Atemzug getan hat. Das ist ein Vater des Glaubens. In diesen Abraham sind wir hineingepfropft worden, weil wir auch Kinder Abraham sind, aber nicht ethnisch, sondern geistlich. Warum? Weil wir auch einen Auferstehungsglauben haben. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Dann haben wir ja denselben Auferstehungsglauben wie Abraham. Ja, natürlich. Dann sind wir Abrahams Kinder, genau. Dann gehören wir ja dazu, natürlich. Alles gut geworden für uns. Das ist Evangelium. Das ist auch... Ja? So, und jetzt hat Abraham aber einen doppelten Auferstehungsglauben. Der hat nämlich noch was geglaubt. Der hat noch was geglaubt, was lebendig werden würde. Wisst ihr das vielleicht? Der erstorbene Leib von Sarah. Oh. Und sein Altertum. Römer 6.
Ja, Abraham hat geglaubt, wo nichts zu hoffen war, weil nämlich die Sarah schon über ihre Zeit hinaus war. Ja? Und der Abraham hat gehofft, dass Gott den schon erstorbenen Leib der Sarah wieder zum Leben erwecken würde, sodass Sarah im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert. Ja? Dann hat ja Abraham einen doppelten Auferstehungsglauben gehabt. Er hat geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder auferwecken würde und er hat geglaubt, dass Gott den toten Leib der Sarah wieder auferwecken würde. So ist es, ja? Und Entschuldigung, ich glaube, dass Gott den toten Leib der Tochter Zion im Alter von 2000 Jahren noch einmal auferweckt, sodass die Tochter Zion im Alter von 2000 Jahren noch mal ein Kind gebiert und die Leute werden lachen. Ja, das glaubt nämlich niemand. Wenn ihr das glauben könnt, habt ihr auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Ja, Sarah ist ein Bild auf Zion. Sarah hat im hohen Alter ein Kind der Verheißung geboren. Ja? Und Zion wird im hohen Alter nochmal einen Überrest gebären. Mehr sage ich ja auch nicht. Ja? Das ist das hier. Das ist der zweite Ölbaum. Ja? Wenn Jerusalem im Alter von 2000 Jahren noch diesen Überrest gebiert, dann ist die Gemeinde Jesu vollständig. Aber jetzt haben wir Israel den Menorah geklaut. Da kriegen wir richtig Ärger jetzt. Ja? Ja? Ihr seid die Menorah. Wir sind durch Gottes Gnade. Wir geben einer irrsinnigen Welt geben wir Licht des Evangeliums. Das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde. Wir sollen nicht die Gesetze des Mose halten. Die halten wir nebenbei, ja? weil wir an Christus gebunden sind. Jetzt haben wir aber einen ziemlichen Ausflug gemacht. Ja? Ja? Das ist richtig. Ja, wir sind Gnadenwahl. Ja, ja genau. Ja? Das sage ich auch immer. Also die Verheißung ist Jerusalem geschehen. Ja? Und nur weil Jerusalem seinen König verworfen hat, geht der König an die Hecken und Zäune. Ja, dann ist das Spannende dabei, das, was für die Juden der Talmud ist, ist für uns das Neue Testament. Das klingt ein bisschen komisch. Der Talmud ist nicht inspiriert. Ja? Der Talmud will den Tanach erklären. Das Neue Testament erklärt den Tanach. Das will nicht, das erklärt, ja? Durch Gottes Geist. Ja, vielleicht darf ich, wenn ich den Gedanken noch kurz zu Ende machen darf. Also diese Gedanken sind im Neuen Testament schon geäußert. Also Paulus sagt im Galaterbrief, dass ja Abraham zwei Kinder hatte, zwei Frauen hatte. Das sind zwei Bündnisse, Sarah und Hagar. Hagar ist der Berg Sinai, gebiert in die Knechtschaft. Ismael ist ein Bild auf das Jerusalem, was jetzt ist und unter das Gesetz getan ist. Und wir, sagt Paulus, wir sind wie Isaak, Doppelpunkt, Kinder der Verheißung. Wir sind Verheißungskinder wie der Isaak, ja. Wir sind nicht von der Sarah geboren, sondern wir sind ja von dem himmlischen Jerusalem geboren. Und da sagt Paulus was Spannendes. Der sagt, der zitiert Jesaja, ich glaube 59, der sagt, unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, das keine Geburtswehen leidet. Wir reden doch die ganze Zeit über Wehen, Jerusalem Wehen, Geburtswehen. Wieso leitet denn das himmlische Jerusalem keine Geburtswehen? Weil es im Geist lebt. Weil es nicht belagert werden kann. Also das ist ein Bild, was Paulus da anwendet. Ja? Und jetzt, wenn wir uns dem ein bisschen annähern, merken wir vielleicht, was der Mann für eine Botschaft gehabt hat. Dass die Juden das nicht verstanden haben, dass die gesagt haben, Paulus, du brauchst 40 weniger eins. Ja? Das verstehen wir langsam. Was der da macht, ist ein Skandalon, ein Skandal, wie dieser Mann mit dem Alten Testament umgeht. Der kann doch nicht behaupten, dass Ismael ein Bild ist mit Hagar für Jerusalem. Die Segenslinie geht doch Abraham, Isaak, Jakob, 12 Stämme, Jerusalem, oder? Das wissen wir doch alle. Wieso geht denn der Paulus her und sagt, Hagar mit ihrem Sohn Ismael, Hagar ist kommt überein mit dem Berg Sinai im Arabischen, ja, und ist das Jerusalem, was jetzt ist und was unter die Knechtschaft gebiert. Galaterbrief. Da haben die Juden gesagt, merkt ihr, der Paulus ist total gaga. Ja? Der wirft ja, ich kann euch das am Tanach zeigen, dass der Paulus ein Irrlehrer ist. Denn der sagt, eine Segenslinie Abraham, Ismael, wer, Esau oder wer? Wie kommt der Paulus dazu, zu sagen, dass Hagar und Ismael ein Bild wären auf das Jerusalem, was jetzt ist? Wieso spricht er von dem himmlischen Jerusalem und er und die Galater, die Goi, die Goyim in der Türkei,
Die sollen jetzt Kinder des himmlischen Jerusalem sein und wir sollen Kinder, merkt ihr das, was das für ein Skandal ist? Ich habe da vor 2 Jahren, 1,5 Jahren mit einem Professor von einer theologischen Hochschule mitgesprochen. Ein Drama, ein theologisches Drama. Ich habe den angeschrieben wegen der Wiedergeburt Jerusalems, dann hat er mir geschrieben, nach welchem theologischen System ich denn vorgehe. Da sage ich, ja, die Bibel legt sich mit der Bibel aus. Dann hat er mich da in irgendwelche scholastischen Dinge da reinziehen wollen. Da sage ich, wissen Sie, ich komme und sage Ihnen, gucken Sie mal, ich habe eine Suppe gekocht, schmeckt die Ihnen? Und Sie sagen, nach welchem Rezept ist die denn gekocht? Statt mal einen Löffel zu nehmen. Nehmen Sie mal einen Löffel einfach. Und dann sagt er, nein, wir brauchen bestimmte Strukturen und Sie müssen bestimmte Auslegungsvorschriften müssen Sie beachten. Und dann hat er mir die alle genannt. Und da habe ich zurückgeschrieben, habe gesagt, vielen Dank, die habe ich auch beachtet. Also Kontext, damalige kulturelle Situation, Situation, in dem der Text verfasst wurde, das ganze theologische Zeugs, ja, was ja auch seine Berechtigung hat. Sag ich finde die Liste toll, aber eins fehlt mir. Als Punkt 1, Auslegung durch Gottes Geist. So banal, wie es klingt, das gehört als erster Punkt oben drüber. Wir sind ja keine Schriftgelehrten, wir sind ja Männer Jesu, ja. Ja, wenn Sie mehr nach einer pneumatischen Auslegung suchen. Also ich war ein bisschen deprimiert da, ja, und habe dann gesprochen mit ihm und habe gesagt, wenn Sie Ihre theologische Auslegungssystematik auf Paulus und den Galaterbrief anwenden, insbesondere auf diese Textstellen dort, wo Hagar und Ismael auf das Jerusalem, was jetzt ist, angedeutet werden von Paulus, dann würden Sie Paulus als einen Irrlehrer entlarven und ihn aus Ihrer Kirche rausschmeißen. Wir haben nicht verstanden, was für ein Skandal das Neue Testament ist. Buchstäblich war das eine Irrlehre von Paulus. Geistlich war das Herrlichkeit und Wahrheit in Christus und in seiner Gemeinde. Ja? Das ist, und das kann ein Schriftgelehrter nicht erfassen. Das bleibt ihm kaltes Wissen. Das bleibt ihm letzten Endes auch falsch. Aber durch Gottes Geist verstehen wir, dass der Paulus etwas gesehen hat, was Wahrheit ist. Und in dem wir leben und leben werden, wenn Christus kommt, ja. Aber nach dem Buchstaben hat der Paulus sich total verhauen. Hagar und Ismael wäre Jerusalem. Versteht ihr den Skandal? Wisst ihr, was ihr lest im Neuen Testament? Ja. Also das ist etwas Gewaltiges. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Abfolgen sich hier anzuschauen, uns hilft, eine Struktur zu bekommen, die auch heilsgeschichtlich wichtig ist. Ja? Allein dieses Thema hier haben wir ja immer wieder behandelt. Also die das schon kennen, wenn die diese Nachtgeschichte sehen, dann sagen die, ah, da bin ich zu Hause. Das weiß ich schon mal. Das heißt, mitten in dem Zyklus habe ich einen Fixpunkt, den habe ich schon 3, 4, 5 Mal gehört irgendwo. Das kommt mir bekannt vor. Und wenn ich jetzt da wieder erzähle von, dann plausibilisiert sich das. Ihr seht, dass das nicht so eine Chimäre ist, die man mal irgendwo sich hier ausgedacht hat, sondern dass das überall Bezugspunkte hat in Gottes Wort. Und das muss so sein, das muss man festmachen, das darf man nicht einfach so behaupten. Ja? Ja, also wir bekommen da immer mehr, werden immer mehr sattelfest in dem, was die Bibel uns da zeigt. Schlüssigerweise kommt auf dieses Jerusalem-Millennium kommt unser hoher Priester, dann kommt die Gemeinde Jesu, dann kommt hier zum Schluss das Gesetz Gottes, ja, über ein gottloses Land, dann kommt ein gottloses Haus, ein gottloser Tempel und zum Schluss kommt das Ende und das hat mit Hamageddon zu tun. Das glaubt man erstmal so nicht, ja, aber das werden wir sehen, dass das ein Zyklus ist, der hier anfängt und bis in die letzte Zeit geht. Hier geht es um Kriegswagen. Was passierte, was machen die denn? Diese Heere verwüsten das Land. Warum? Weil der Engel sagt, es wird eine Verwüstung geben des Landes. Und die Verwüstung wird bis zum Ende dauern. Und es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Ja, das ganze Land wird verwüstet werden, sagt die Bibel.